Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute erinnern wir uns an die Vergangenheit und blicken zurück, wie sich die Darsteller der Serie Bezaubernde Genie 1965 bis 1760 im Laufe der Jahre verändert haben. Lass uns gehen. Nummer 1. Barbara Eden, geboren am 23. August 1931, ist berühmt für ihre Rolle als Genie in der Comedy-Fernsehserie I Dream of Genie, 1665 bis 1760. Als sie 1965 begann, Genie zu spielen, war Barbara Eden 34 Jahre alt. Diese Rolle half ihr, in den 60er Jahren zu einer Ikone des amerikanischen Fernsehens zu werden. Die Figur Genie ist ein schelmischer, liebenswerter Geist, der in einer Vase lebt und oft für viele humorvolle Situationen sorgt, wenn er versucht, seinem Geliebten, Major Tony Nelson, gespielt von Larry Hagman, zu helfen. Mit ihrem strahlenden Lächeln, ihrem charismatischen Schauspiel und ihren charakteristischen Outfits hat Barbara Eden Genie zu einer der beliebtesten Figuren auf der kleinen Leinwand gemacht. Die Serie lief von 1965 bis 1960 und Barbara Edens Rolle hinterließ beim Publikum auf der ganzen Welt einen tiefen Eindruck. Nach dem Ende von I Dream of Genie setzte Barbara Eden ihre erfolgreiche Schauspielkarriere fort und wirkte in verschiedenen Fernseh- und Theaterproduktionen mit. Sie schreibt außerdem Bücher, beteiligt sich an Gemeinschaftsprojekten und ist ständig in der Unterhaltungsbranche aktiv. Derzeit, im Alter von 93 Jahren, behält Barbara Eden ihre Gesundheit bei und nimmt an einer Reihe von Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Unterhaltungsbranche teil. Sie wird immer für ihre ikonische Rolle als Genie in Erinnerung bleiben und hat immer noch großen Einfluss auf Generationen von Zuschauern, die klassische Fernsehserien lieben. Nummer 2. Larry Hagman, geboren am 21. September 1931 und gestorben am 23. November 2012, war ein berühmter Schauspieler, bekannt für seine Rolle als Major Anthony Tony Nelson in der Situationskomödie I Dream of Genie, 1665 bis 1760. Als er 1965 die Rolle übernahm, war Larry Hagman 34 Jahre alt. Sein Charakter ist ein Astronaut der US-Luftwaffe, der versehentlich die Fee Genie, gespielt von Barbara Eden, rettet und dann mit ihr zusammenlebt, was zu unzähligen humorvollen Situationen führt, da Genie oft Magie einsetzt, um Tony auf unerwartete Weise zu helfen. Die Rolle von Tony Nelson machte Larry Hagman international bekannt und seine humorvollen Interaktionen mit Barbara Eden im Film wurden zu einem unvergesslichen Höhepunkt. Tony Nelson ist ein ruhiger, rationaler Charakter, gerät jedoch aufgrund von Genies unbeabsichtigten Handlungen immer wieder in seltsame Schwierigkeiten, was den Film für das Publikum farbenfroh und attraktiv macht. Nach I Dream of Genie setzte Larry Hagman seine Schauspielkarriere mit großem Erfolg fort, insbesondere mit der Rolle des J.R. Ewing in der Fernsehserie Dallas 1978-1991, eine der berühmtesten Bösewichtrollen der kleinen Leinwand. Diese Rolle festigte seine Position in der Unterhaltungsbranche und brachte ihm zahlreiche prestigeträchtige Auszeichnungen ein. Larry Hagman verstarb am 23. November 2012 im Alter von 81 Jahren. Mit zwei ikonischen Rollen, Tony Nelson und J.R., hinterließ er ein bedeutendes Erbe in der Fernsehgeschichte. Ewing und gilt weiterhin als einer der einflussreichsten Schauspieler des goldenen Zeitalters des amerikanischen Fernsehens. Nummer 3. Bill Daly, geboren am 30. August 1927, gestorben am 4. September 2018, war ein US-amerikanischer Komiker, der vor allem für seine Rolle als Captain Roger Healy in der Situationskomödie I Dream of Genie 1665 bis 1760 bekannt war.
Als er diese Rolle 1965 spielte, war er 38 Jahre alt. Im Film ist Roger Healy ein enger Freund und Kollege der Hauptfigur Tony Nelson, Larry Hagman. Als humorvoller und humorvoller Pilot gerät Roger oft in peinliche und humorvolle Situationen, wenn er von Jeannies Existenz und ihrer Magie erfährt. Bill Daly verlieh der Figur des Roger Healy einen sanften und charmanten komödiantischen Schauspielstil, der die perfekte Balance zu Tony Nelsons ernsterer Persönlichkeit schaffte. Dank Rogers humorvollen Reaktionen auf die seltsamen Dinge, die um ihn und Jeannie herum passierten, trug Daly wesentlich zum Erfolg des Films bei. Nach I Dream of Jeannie entwickelte Bill Daly seine Schauspielkarriere weiter und wurde vor allem durch seine Rolle als Howard Borden in der Serie The Bob Newhart Show 1972-1978 bekannt. Er trat auch in vielen anderen Filmen und Fernsehsendungen auf, behielt seinen charakteristischen Comedy-Stil bei und eroberte jahrzehntelang die Herzen des Publikums. Bill Daly verstarb am 4. September 2018 im Alter von 91 Jahren. Er gilt als talentierter Komiker, dessen ikonische Rollen, insbesondere die Rolle des Roger Healy in I Dream of Jeannie, beim Publikum über Generationen hinweg einen tiefen Eindruck hinterlassen haben. Nummer 4. Edmund Ryan, geboren am 5. Juni 1905 und gestorben am 4. August 1984, war ein berühmter Schauspieler mit vielen beeindruckenden Rollen in Filmen und Fernsehsendungen im Laufe seiner Karriere. Im Jahr 1965, als er 60 Jahre alt war, übernahm Edmund Ryan die Rolle des Colonel Joe Fenton in der Situationskomödie »I Dream of Jeannie«. 1965 bis 1760. In I Dream of Jeannie ist Colonel Joe Fenton eine militärische Figur, die als hochrangiger Offizier auftritt, der die Ereignisse in der Geschichte beeinflusst. Obwohl dieser Charakter nicht der Hauptcharakter ist, verlieh sein Aussehen der Geschichte eine Ebene von Reichtum und Tiefe, zum Beispiel besonders im militärischen Kontext des Films. Edmund Ryan ist für seine vielseitigen und profunden schauspielerischen Fähigkeiten bekannt und seine Rolle in I Dream of Jeannie ist nur eine von vielen denkwürdigen Rollen in seiner Karriere. Von den 1940ern bis 1760ern wirkte er in verschiedenen Filmen und Fernsehsendungen mit und spielte eine Vielzahl von Rollen, von der Hauptfigur bis hin zu wichtigen Nebenrollen. Als er am 4. August 1984 verstarb, hinterließ Edmund Ryan ein reiches und geschätztes schauspielerisches Erbe und seine Rolle in I Dream of Jeannie gilt noch heute als Teil einer großartigen Karriere in der Unterhaltungsindustrie. Nummer 5. Jane Dulot, geboren am 13. Oktober 1917 und gestorben am 22. Mai 1994, war eine prominente Schauspielerin mit vielen denkwürdigen Rollen in Filmen und Fernsehsendungen im Laufe ihrer Karriere. Im Jahr 1965, als sie 48 Jahre alt war, übernahm Jane Dulot die Rolle der Colonel Margaret Fifield in der Situationskomödie »I Dream of Jeannie«. 1965 bis 1760. In I Dream of Jeannie ist Colonel Margaret Fifield eine Nebenfigur, die die Entwicklung der Geschichte beeinflusst. Sie ist eine hochrangige Militärfigur, die häufig mit den Hauptfiguren interagiert und zu den humorvollen Situationen des Films beiträgt. Ihre Anwesenheit bringt ein ernsthaftes militärisches Element mit sich und ist oft die Ursache für angespannte Situationen in der Handlung, während sie gleichzeitig dazu beiträgt, den Unterschied zwischen dem Militärleben und den seltsamen Situationen rund um die Hauptfigur Jeannie hervorzuheben. Jane Dulot hat ihre vielfältigen schauspielerischen Fähigkeiten durch Rollen in verschiedenen Filmen und Fernsehsendungen unter Beweis gestellt.
Ihre Karriere erstreckte sich über die 1950er bis 1880er Jahre und sie war für ihre Professionalität und ihren Beitrag zur Unterhaltungsindustrie bekannt. Als sie am 22. Mai 1994 verstarb, hinterließ Jane Dulo ein geschätztes Erbe mit vielen denkwürdigen Rollen und ihre Rolle in I Dream of Jeannie wird noch immer als Teil ihrer bahnbrechenden Karriere in Erinnerung bleiben. Nummer 6. Eileen O'Neill, geboren am 3. Juli 1939, ist eine bemerkenswerte Schauspielerin, deren Karriere sich über Jahrzehnte erstreckte. Im Jahr 1965, als sie 26 Jahre alt war, übernahm Eileen O'Neill die Rolle der Corporal Lola Burns in der Comedy-Fernsehserie I Dream of Jeannie, 1965 bis 1760. Als Corporal Lola Burns porträtiert O'Neill eine Soldatin voller Stil und Persönlichkeit und trägt dazu bei, die Nebencharaktere des Films zu bereichern. Ihre Figur taucht oft in humorvollen Situationen auf und trägt zu den Hauptdetails der Geschichte bei. Nach ihrem Erfolg in dieser Rolle setzte Eileen O'Neill ihre Schauspielkarriere fort und hinterließ in vielen anderen Projekten ihre Spuren. Derzeit ist sie 85 Jahre alt und ist noch immer für ihre herausragende Rolle in I Dream of Jeannie bekannt. Nummer 7. Peg Shirley, geboren am 6. Oktober 1933, ist eine Schauspielerin, die für ihre Rollen in vielen Filmen und Fernsehsendungen bekannt ist. Im Jahr 1965, als sie 32 Jahre alt war, spielte Peg Shirley Lieutenant Snyder in der Comedy-Fernsehserie I Dream of Jeannie, 1965 bis 1760. Als Lieutenant Snyder bringt Peg Shirley Schärfe und Ernsthaftigkeit mit, einen perfekten Kontrapunkt zu den anderen komödiantischen Charakteren im Film. Ihre Rolle trägt dazu bei, die Details der Geschichte auszugleichen und den Kontrast zwischen den Charakteren im militärischen Kontext hervorzuheben. Peg Shirley setzte ihre Schauspielkarriere in vielen verschiedenen Rollen fort und hinterließ beim Publikum ihre Spuren. Derzeit ist sie 91 Jahre alt und ist für ihre einzigartige Rolle in I Dream of Jeannie bekannt. Und da haben Sie es. Ein kurzer Überblick über die Besetzungsänderungen von The Never Ending Story. Welche Entwicklung hat Sie am meisten überrascht? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen und vergiss nicht, unseren Kanal zu liken, zu teilen und zu abonnieren, um noch mehr nostalgische Inhalte zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis zum